Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich habe hier jetzt mal wieder mal ein bisschen Ausrüstung. Und zwar was Schönes. Und zwar habe ich hier einen in hässlicher Farbe Deuter. Und zwar ein ACT Lite 35 plus 10. 35 plus 10 heißt, der hat regulär, also so wie man ihn hier jetzt sieht, 35 Liter. Aber man kann halt nochmal 10 Liter quasi rausholen, indem man die Schneeschürze hochkrempelt. Gucken wir uns da ja mal an und ich rutsche noch ein kleines bisschen weiter weg, damit das Ding besser im Bild ist. So, war jetzt an dem Teil besonders, also erstens mal ist es mal ein anderer Rucksack, den wir noch nicht kennen, kann man also mal ruhig zeigen. Zweitens ist das der Evelyn ihrer und die Frau hat einen kleinen Dachschaden, der ist jetzt so ein bisschen über 3 Jahre alt. Und der ist jetzt 4000 Kilometer durch die Gegend gelatscht, weil sie damit den Jakobsweg von zu Hause wohlgemerkt bis Santiago gelatscht ist. Und dann nochmal den kompletten nördlichen Kungsleden. Nicht mit dem Ding. Nicht mit dem Ding. Der ist zu klein dafür. Wo warst du dann? Westweg den ganzen. Ach ja, den Westweg, der hat ja auch ein paar Kilometer. Dann nochmal ein Stück Spanien zurück. Nochmal ein Stück, stimmt, das waren ja auch 200-300, oder? Ja, 350. 350, okay. Ja, da kommt was zusammen. So ein paar kleinere Touren. Und der erste Jakobsweg, das war ja auch 2500. Meine Fresse. Am Stück. Naja, gut. Jedenfalls, das ist jetzt wirklich faszinierend, mal einen Rucksack zu haben, der wirklich so eine Strecke zurückgelegt ist. Da bringt es der Älteste, das ist allerdings ja auch halt eben ein riesen Trekking-Rucksack, den man wirklich auch nur für richtige Trekking-Touren braucht, der bringt es bei mir vielleicht auf 800 Kilometer oder irgendwie sowas. Viel mehr sind das nicht, kann ich echt nicht behaupten, wäre gelogen. Deshalb ist es wirklich ganz interessant, wie sieht ein Trekking-Rucksack bitteschön nach 4000 Kilometern aus? Und die gute Nachricht, hat keine Löcher. Ist auch in dem Sinne nicht kaputt. Tatsächlich gibt es nur eine Stelle, die man in Anführungszeichen als kaputt bezeichnen könnte. Und das ist hier dieses kleine Abnutzungslöchlein. Nennen wir es jetzt spaßeshalber einfach mal. Und das hat jetzt funktional erstmal keine Beeinträchtigung. Dann gibt es so ein paar winzige Stellen, wo ein kleines bisschen Material abgerieben ist. Nochmal die Stelle mit dem Loch. Hier nebendran, da ist so ein kleiner Materialabrieb. Das ist ja nun wirklich scheißegal für einen Trekking-Rucksack. Und auch sonst diese Tasche hier am Hüftgurt, da hängen jetzt halt so ein paar kleine Fetzelchen ab. So ein paar Nähte, die lösen sich so ganz langsam auf. Aber das kann man jetzt so bei 4000 Kilometern also nun wirklich verschmerzen. Also das ist wirklich bemerkenswert. Überrascht mich wirklich auch selber, dass der noch in einem so guten Zustand ist. Was ist noch? Was noch ist, ist, dass die Imprägnierung mehr oder weniger futsch ist. Der war mal wasserdichter auf gut Deutsch. Also heißt, wenn das jetzt nass wird, dann riecht das Wasser auch sofort durch. Also man braucht unbedingt eine Regenhülle wegen jedem mehr oder weniger kleineren Regenguss. Das ist dann wirklich ziemlich schnell durch. Ursprünglich sind die ja schon ein bisschen gegen Wasser, gegen Regen imprägniert. Solche Rucksäcke, insbesondere wenn man sie dann neu kauft, gerade so ein bisschen auf die neueren Modelle. Der mag ja jetzt noch nicht sehr alt sein, aber ich glaube, da gibt es inzwischen auch schon wieder ein neueres Modell auf dem Markt, das ganz, ganz ähnlich aussieht, aber ein bisschen anders halt eben entsprechend ist. Und ja, also so lange hält dann eben die Anti-Regen-Beschichtung auch nicht. Und das ist vielleicht so das Hauptproblem in Anführungszeichen, weshalb man theoretisch drüber nachdenken könnte, ob man sich nicht einen neuen Rucksack zulegt, was sie nicht tut. Die Frau ist komisch. Jedenfalls, ja, Frauen haben irgendwie diesen Gierfetisch nicht so sehr wie wir Männer. Ne? Die müssen nicht zwingen, oh, eine neue Ausrichtung, haben die irgendwie nicht so. Das ist irgendwie gar nicht so blöd eigentlich. Aber dann haben sie auch weniger Spaß im Leben. So. Jedenfalls, die Hüftflosse, die soll ja gepolstert sein. Weg. Im Eimer. Also die Polsterung der Hüftflosse ist wirklich so zusammenkomprimiert, da polstert gar nichts mehr. Das ist so ein bisschen wie mit der Sohle von so irgendwelchen super gedämpften Sportschuhen. Gerade auch Jogging-Schuhe oder irgendwie sowas. Da sagt man ja auch immer, die heben so etwa 1000 Kilometer und dann ist die Sohle durch. Weil einfach das Zusammenquetschen vom Kunststoff, von dem Dämmungsmaterial, was immer da verwendet wird, irgendwann
nach was weiß ich wie vielen Schritten 10.000 Kilometer sind, das sind schon ein paar Schritte, ist da halt dann irgendwann das Ding durch. So. Und das gilt auch für den Schaumstoff, der hier in der Hüftflosse für eben die Polsterung sorgt. Das Ding ist hart. Das Ding ist total hart. Das funktioniert schon noch als Lastenübertragung. Aber wenn man jetzt ein Mensch ist, der zum Beispiel etwas knochiger gebaut ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass man da wirklich überhaupt keine Freude dran hat, weil da halt die Polsterung, da gibt es keine Polsterung, ne? Das ist ein hartes Stück Kunststoff in Anführungszeichen, was einem halt dann eben um die Hüfte legt. Und ja, also da, das muss man schon wollen, damit noch weiter rumzurennen. Also da merkt man wirklich gar nichts von irgendwelchen Polster. Schlechtes gepolsterter Hüftgurt, den ich je gesehen habe, aber ist in dieser Situation ja auch wirklich nachvollziehbar. Also wirklich. Andere Seite sieht genauso gut bzw. genauso schlecht aus. Funktionieren tut das aber, wie gesagt, schon noch Gewichtsübertragung. Dafür braucht es kein Polster. Scheißegal, da könnte man auch Holzflossen nehmen, theoretisch. Wäre halt nur noch unbequemer. Also ist nicht so, dass da jetzt. Ne? Die sind jetzt nicht knüppelhart. Das Material, was da drin ist, ist auch so ein ganz kleines bisschen nachgebend. Aber Polster sieht echt anders aus. Das gleiche hier unten, gerade hier eben, insbesondere in diesem Bereich. Da sind die Polster auch durch. Also auf beiden Seiten mehr oder weniger. Da unten, hier. Da sind sie völlig durch. Da geht es dann wieder so ein bisschen. Aber gerade da, wo es halt eben auf den Knochen drückt, durch. Auch hier oben. An den Trägern, gerade da, wo sie halt eben auf der Schulter aufliegen, wo das Gewicht dann dranhängt, sind sie auch durch. Nach vorne hier in dem Bereich, da geht's. Da ist eigentlich schon noch ein bisschen Polsterung vorhanden. Also das ist schon interessant. Interessant. Und also ein großes Lob muss man ja wirklich aussprechen dem Hersteller dieses Rucksacks. Das ist schon nicht mal ein ordentlicher Langzeittest gewesen, würde ich behaupten wollen. Sie rennt damit ja auch schon rum, seit ich sie kenne, mit dem Teil. Und ja, bisher hatte sie wenig Grund zur Klage, was das angeht. So, was kann so ein Rucksack? Dann wollte ich den auch noch mal ein bisschen richtig vorstellen, wenn wir schon dabei sind. Zunächst mal schönes Deckelfach. Das hat jetzt mein neuer, hat ein ganz ähnliches, nur dass man meins noch ein bisschen weiter aufmachen kann. Hat hier einen schönen, relativ breiten Reißverschluss, also so weit geht der auf. Und dann hat man hier ein sehr, das könnte gut sehen, wenn ich es andersrum halte, ein sehr hohes Deckelfach. Also da kann man schon ziemlich viel Zeug noch ins Deckelfach reinpassen, packen. Ne? Hier sieht man es mit meiner Hand. Das ist sicherlich nicht schlecht, weil der Rucksack an sich ja schon recht klein ist für normale Trekkingtouren, wenn man jetzt nicht irgendwie für was weiß ich wie viele Tage seinen Krempel mit sich rumschleppen muss und noch einen super schweren Schlafsack, wird es natürlich dann irgendwann mal eng, aber 45 Liter ist ja eigentlich schon mal eine ganz gute Größe für so 3-4 Tage, beziehungsweise wenn man wo ist, wo es sowieso wärmer ist, wo man eh nur einen winzig kleinen Schlafsack braucht und so weiter und so weiter. Ne? Oder hin und wieder mal Hüttentour oder irgendwelche hochalpinen Sachen. Es ist vorhanden, und das finde ich auch immer schön, 4 so Schlaufen, mit denen man theoretisch noch einen leichten Gegenstand, wie die klassische alte große Isomatte, Festschaum, obendrauf noch zuchen könnte. Oder eine Jacke oder sonst was, wenn man sich dann noch ein paar Schnüre ranmacht, hätte man dann also noch eine zusätzliche Verstaumöglichkeit. So, dann haben wir außen seitlich jeweils die übliche Flaschen. Ich nenne sie mal Flaschentaschen. Klar kann man auch was anderes reinmachen, aber deswegen hat da auch meistens nur Flaschen drin, oder? Und Gemüse. Und Gemüse, stimmt. Gemüse war auch neulich richtig. Und dann ist ansonsten an Zusatzausstattung noch vorhanden. Hier solche Schläuflein, diese hier. Die sind entweder zum Befestigen von, Eisäxten und so einem Krempel, wenn man jetzt irgendwie in dem Bereich unterwegs ist. Für Otto Normalverbraucher wird das größtenteils eine Trekkingstockhalterung sein. Aber hier oben auch nochmal so eine Schlaufe. Und ja, also man kann sich da verschiedenes Material dann eben dran festmachen. Das ist auf beiden Seiten, auf der anderen genauso. Es gibt hier noch insgesamt 2 Kompressionsgurte seitlicher Art. Hier oben einen. Da unten nochmal ein, mit dem man gleichzeitig eine Flasche oder was auch immer man da reingetan hat, halt irgendwo mal festzogen kann, damit das dann auch schön hebt. Und dann haben wir noch, wenn man den Deckel hier jetzt mal hochklappt, finden wir noch im Deckel selber eine Innentasche, hier mit Reißverschluss. Wobei ich dazu sagen muss,
diese Deckel, die eine Innentasche und eine Außentasche haben, ich finde das immer begrenzt praktikabel, weil wenn man die Außentasche zum Beispiel wirklich richtig vollgestopft hat, hat man in der Innentasche so gut wie überhaupt keinen Platz mehr, weil die sich ja nicht nach außen ausbeult, kann sie ja auch gar nicht. Und ja, da passt dann vielleicht noch ein paar Dokumente, ein paar Seiten DIN A4, irgendwie sowas, passt da dann von der Größe her noch rein. Dann ist da aber mehr oder weniger auch Schluss. Aber gut, immerhin hat man eine Dokumententasche, wenn man sie dann als solche benutzen möchte. Wie bei Deuter-Rucksäcken üblich, gibt es dann hier noch diesen tollen alpinen Notsignalcode. Den kann man jetzt hier nicht mehr so gut lesen, weil das Ding halt eben auch wieder etwas älter ist. Auch das eine Abnutzungserscheinung. Der arme, arme, wichtige, unglaublich nützliche alpine Notsignalcode, den man, wenn man ein paar Deuter-Rucksäcke besitzt, sowieso in- und auswendig kennt, ist hier leider nicht mehr ganz lesbar. Also will ich mich nicht drüber lustig machen. Ist ja schon ganz lieb, dass die das da reindrucken. Aber ja gut, meine Fresse. Dann hat er hier vorne noch so eine Netztasche. Die kann man separat mit einem Zipper verschließen. Die kann man mit einem Zipper auch entsprechend komprimieren, wenn man da was Größeres drin hat. Und ja, die ist jetzt nicht riesig groß, aber da passt zum Beispiel eine übliche Regenjacke, würde ich sagen, kann man da schon noch reinstopfen. Vielleicht auch zwei etwas kleinere Kleidungsstücke, wenn man zum Beispiel beim Wandern warm wird, man sieht den Pullover aus, wohin mit dem Ding, Rucksack groß aufmachen, nee, keine Lust, dann stopft man es halt da vorne rein und gut ist. Und natürlich auch irgendwelchen Kleinkram, die man halt so täglich braucht. Sie hat da meistens ihre Zahnbürste sogar noch drin und Geschirr, Löffel, ne? Löffel. Und deshalb bist du diejenige, die ihren Löffel immer griffbereit hat und ich muss immer kruscheln, wenn wir mal spontan einen Löffel brauchen, wegen einem Joghurt oder sowas, wenn wir unterwegs einkaufen gehen. Ja, also das ist schon praktisch, so eine Fronttasche. Ich habe jetzt auch eine bei meinem neuen Rucksack. Den stelle ich euch im Detail mal irgendwann andermal vor, wir haben ja auch schon mal kurz gesehen. Hier oben gibt es jetzt nochmal so ein Schläuflein, nochmal so ein Band, mit dem man hier was fixieren könnte, ne? Und dann festsuchen. Das ist eine Seilhalterung. Also klassischerweise befestigt man da ein Kletterseil. Ich befestige da klassischerweise mein Stativ oder vielleicht halt dann auch nochmal irgendwie ein Tarp, das man nochmal separat oben drauf festmachen möchte oder sonst wie. Kletterseil habe ich da noch nie befestigt, aber dafür ist es ursprünglich mal gedacht gewesen. Super praktisch, gerade eben, wenn man noch so einen länglichen Gegenstand hat, den man irgendwie noch oben drauf spannen möchte. Klar kann man den auch einfach so unter den Deckel spannen und unter dem Deckel fixieren, das geht auch. Fliegt da auch nicht in der Gegend rum, aber sobald man den Deckel aufmacht, kommt einem das Ding schon entgegen. Und deswegen finde ich das schon ein sehr praktisches Ding, diese entsprechende Schlaufe. Ja, und hier haben wir die besagte Schneeschürze, die halt für die plus 10 Liter zuständig ist. Wenn man den Rucksack bis hier oben vollpackt, dann hat man halt 45 Liter statt nur 35. Die sieht eigentlich noch recht gut aus. Kann man dann hier entsprechend natürlich zuziehen und hier hat man dann auch so einen Zipper und ja, so funktioniert das Ganze. Und geht auch leicht, immer noch leicht wieder auf. Im Inneren gibt es hinten ein Fächlein für die Trinkblase. Man kann es hier hoffentlich erahnen. Wer keine Trinkblasen mag, kann da ja auch immer noch recht gut irgendwelche Dokumente, irgendwelche flachen Gegenstände, zum Beispiel vielleicht auch noch eine Bundeswehr-Isomatte oder ein Sitzkissen oder sonst was, kann man da noch da hinten ganz gut reinstopfen. Wenig Leute werden da wahrscheinlich ein Sitzkissen befestigen, weil dann ist es im Rucksack, da hilft es nicht viel. Das will man ja irgendwo draußen griffbereit haben, wenn man sich mal kurz hinsetzt, um Pause zu machen. Aber theoretisch einfach durch diesen flachen Bau dieser Tasche geht das schon. Manche Leute nutzen diese Taschen dann auch zusätzlich, um sich weitere Organisation im Rucksack eben entsprechend aufrecht zu erhalten, dass da halt mehr Ordnung herrscht, weil man es nicht gerne mag, wenn dann das Zeug da durch die Gegend fliegt. Ich persönlich nutze da gerne so kleine einzelne Säckchen und da hat man auch ein Säckchen für die Hygiene von mir aus, ein Säckchen für die Technik, ein Säckchen für sonstigen Kleinkram, ein Säckchen für Klamotten und dann war es das auch. Oder zwei Säckchen für Klamotten, eins für getragene, eins für noch nicht getragene. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Rucksack ist so gesehen ein vollwertiger Trekking-Rucksack, weil er wie die meisten Trekking-Rucksäcke einen abtrennbaren Boden besitzt. Also sprich der Boden hier unten in dem Fach, den kann man zumachen, sodass das Schlafsackfach, das ich jetzt einfach mal so nenne, eigentlich ist Bodenfach die korrekte Bezeichnung, separat abgetrennt ist. Das heißt, man hat hier also wirklich
ein Fach, das mit dem anderen Fach nichts zu tun hat und das von dessen Inhalt auch mehr oder weniger unabhängig ist, sorgt auch nochmal für ein gewisses zusätzliches Maß an Organisation. Und für so einen kleinen Rucksack, muss man wirklich anmerken, ist das hier ein Riesenfach. Also da passt, ich denke fast, bis auf jetzt so einen richtig krassen Winterschlafsack, Winterkunstwasserschlafsack wohlgemerkt, wird da jeder Schlafsack dieser Welt wahrscheinlich reinpassen. Also auch vergleichsweise beliebte und große Schlafsäcke wie so ein Defense 4 zum Beispiel. Ich glaub, den kriegt man da reingequetscht, da bin ich mir sicher. Da passt da nicht mehr viel anderes rein. Aber sonst, kleinerer Schlafsack plus eine Isomatte geht da auch noch ganz gut rein. Plus noch eine Elefantenhaut hast du auch noch reingekriegt. Ja, also quasi ein komplettes Schlafsetup. Bei einem ja, normalen 3-Jahreszeiten-Schlafsack, also wirklich nur 3 Jahreszeiten ohne den Winter. Ja, auch da noch eigentlich alles in Butter. Sehe ich jetzt keine nennenswerten Abriebstellen oder sonst was. Also qualitativ muss man der Deuter wirklich loben. Das ist tiptop verarbeitet, das hebt alles immer noch. Das ist alles immer noch wunderbar. Das könnte man theoretisch nochmal für die gleiche Entfernung wahrscheinlich verwenden, wenn die Sache mit den Polstern nicht wäre, was ja aber scheinbar kein Problem darstellt. Jedenfalls ist das wirklich ein sehr valider Rucksack. Was wiegt der, weißt du das? Zu viel. Zu viel. Ja, der ist relativ schwer, weil der, das habe ich auch schon gedacht, so den Eindruck, weil der hat halt schon ein recht massives Trekking-Rucksack-Tragesystem. Das ist für so den kleinen Trekking-Rucksack nicht unbedingt notwendig. Man kann also mit dem wahrscheinlich ziemlich heftige Lasten theoretisch transportieren, wenn man sie dann reinkriegt, weil er recht klein ist. Ja, 1,5 sicher. Aber das ist halt wirklich doch ein ziemlich massives Tragesystem. Da haben sie am Tragesystem bestimmt kein Gewicht gespart. Ansonsten, was natürlich ein bisschen Gewicht spart, ist die relativ bescheidene Ausstattung mit Zusatzschlaufen, Zusatzmaterialien, Zusatztaschen. Da ist ja so gut fast nichts vorhanden, außer halt eben diese wirklich ganz normalen Sachen, die halt quasi überall dran sind. Und so gesehen ist das Gewicht schon in Ordnung. Also das ist okay. Es ist halt kein super leichter Rucksack, also vielleicht nicht mal unbedingt ein richtig leichter Rucksack, aber schwer ist auch definitiv was anderes. Jo, das also der Deuter ACT Light 45 plus 10 von der Evelyn. Krasses Teil. Krasses Teil, aber ich möchte damit wirklich nicht rumrennen mit diesen Hüftflossen. Oh nein, wirklich nicht. Davon abgesehen, der ist hier jetzt schon auf der höchsten Rückenlänge eingestellt. Nein. Nicht? Nein. Doch. Nein. Ach, eins höher geht noch. Naja, also ich würde sagen, eins höher geht noch effizient, zwei höher sagt sie geht noch. Es ist doch vom Schnitt her ein Frauenrucksack. Es ist vom Schnitt her noch das Frauenmodell, wichtig, ja, das wollte man noch hinzufügen. Der ist also tendenziell unten etwas breiter, oben tendenziell etwas schmaler. Aber ich glaube, das ist hier nicht sehr stark ausgeprägt, aber ja, ein bisschen vielleicht. Und. Ja, also für richtig lange Rücken. Also ich denke, wenn man größer 1... Wie groß bist du nochmal? 1,72 ist sie. Ich glaube, wenn man größer ist als 1,75, 1,76, so irgendwas um den Dreh, dann wird es langsam schwierig. Das ist ja auch typisch für Rucksäcke mit so einem vergleichsweise kleinen Volumen, dass es dann irgendwie von der Größe her gewisse Limitierungen gibt. Da gibt es ja auch noch welche, die sind auf 6 extra schlank gemacht und haben einen extra langen Rücken. Bleiben klein, bleiben leicht, aber haben halt extra deswegen einen langen Rücken, damit sie auch von größeren Personen getragen werden können. Das ist hier jetzt nicht extra so gemacht, aber gut. Wie gesagt, es ist auch das Frauenmodell und man sieht ja hier, der Rücken ist schon im Vergleich zu meinem Kopf vergleichsweise kurz. Wobei sie mit 1,72 jetzt auch kein Zwergin ist. Ja, tolles Teil. Mehr fällt mir da jetzt nun wirklich nicht ein, was man da sonst noch zu sagen kann. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und du erklärst mir nochmal, wie du bitteschön 4000 Kilometer in 3 Jahren rumgerannt bist. Das muss ich noch ein bisschen verarbeiten. Tschüss.